Es wird gebaut am Eingang Bitterfeld-Wolfens. Seit Oktober 2023 ist die Deutsche Bahn damit beschäftigt, das Bahnhofsgebäude komplett zu ersetzen und mit einem Neubau Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Modernität zu setzen. Dafür nimmt die Bahn 15,7 Millionen Euro in die Hand. Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, über die Besonderheiten des neuen Bahnhofsgebäudes. Zum einen ist es besonders, dass wir in dieser Zeit ein neues Gebäude bauen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Bund, Land, Bahn investieren hier in erheblichem Maße, über 15 Millionen Euro. Dann wird es ein Gebäude werden, was modern ist, mit Photovoltaikanlagen, mit einer Fassade, die der Bernsteinfarbe angeglichen wird durch recyceltes Aluminium. Wir werden ein Gründach haben, also auch unter ökologischen Gesichtspunkten durchaus zeitgemäßes Gebäude. Es wird ausgestattet sein mit einem Bäcker. Wir werden einen Zeitschriftenbetrieb haben in dem Bahnhof. Die Bundespolizei wird hier untergebracht sein. Es gibt Räumlichkeiten für die Bahnhofsmission, aber man will ein Rundum-Paket. Und dieses Paket wird in Teilen sogar noch viel größer. Denn im März 2022 gab es für die Stadt einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 6,25 Millionen Euro für die Umgestaltung und Anpassung der Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld aus dem Programm Strukturwandel. Dahinter verbirgt sich, neue Arbeitsplätze zu schaffen, bevor die alten wegfallen. Um Unternehmen und Fachkräfte für die Region begeistern zu können, benötigt man auch modernste Mobilitätsangebote. Damit erhöht sich die Attraktivität der Angebote im öffentlichen Personennahverkehr, weil es künftig deutlich komfortabler und attraktiver sein wird, in Bitterfeld umzusteigen. Mit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes verbessert die Stadt nicht nur die Verknüpfung von Bahn, Bus, Fahrrad und Auto. Man setzt auch den Startschuss für die Verwandlung des gesamten Bahnhofsareals in ein einladendes Tor zur Stadt. Für die stark vom Strukturwandel betroffene Region ist das ein wichtiges Aufbruchssignal. Das sieht auch der stellvertretende Oberbürgermeister Stefan Herrmann so. Wie das generell der Fall ist, die Bahnhöfe und ihre Umgebung bekommen immer neue Aufgaben zugeordnet und neue Funktionen. Als Beispiel sei einfach mal genannt, früher hatte man einen Parkplatzbereich für die Pendler, die sogenannten Park-and-Ride-Bereiche. In den letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, dass neben diesen kostenlos zur Verfügung gestellten Parkplätzen für die Pendler generell eine sogenannte Hol- und Bringzone, auf Neudeutsch Kiss-and-Ride-Plätze, mit angeboten werden. Stichwort E-Mobilität, die Ladesäuleninfrastruktur muss mit berücksichtigt werden. Fahrradabstellanlagen, ganz wichtig. In unserem Fall war auch die Diskussion, die ja auch schon seit Jahren in der Stadtgesellschaft geführt worden ist, öffentliche Toilettenanlagen ein Thema mit. Also sprich, die Entwicklung zu einer modernen Schnittstelle mit allen notwendigen Funktionen, aber eben natürlich auch mit einem gewissen Aufenthaltsbereich und auch entsprechender Aufenthaltsqualität. Und das musste natürlich wieder Hand in Hand geplant werden. Das Empfangsgebäude auf der einen Seite mit seiner durchaus auch interessanten Architektur, mit den Nutzungen, zum Beispiel gastronomisches Angebot mit einem Freisitz, was natürlich dann in den öffentlichen Raum, in den Raum des Vorplatzes mit hineinragt und natürlich auch funktional mit verbunden wird. Und nicht zuletzt auch wichtig, das Thema des ÖPNV, also der Bushaltestellen, die ja auch in die Jahre gekommen sind, sodass wir also generell eine neue Schnittstelle entwickeln. Und was auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus für uns eine Anforderung war, dass die Anzahl der Park-and-Ride-Plätze zu wenig waren. Die Pendler konnten davon ein Lied singen. Wer etwas später zur Arbeit gefahren ist, hat meistens keinen Parkplatz mehr gefunden, musste in die Seitenstraßen ausweichen und deshalb als einen weiterer Baustein ebenfalls noch die Erweiterung des Park-and-Ride-Platzes. Mit der Verdopplung des Parkplatzangebotes ist man gut aufgestellt in Sachen IC-Haltepunkt und mitteldeutsches S-Bahn-Netz.
Weiter vorgesehen sind die Anpassung der Gehwegflächen an das neue Bahnhofsgebäude, ein Wetterschutz und Überdachungen, der Aufbau von 10 Ladesäulen für E-Fahrzeuge und eine Fahrradladeinfrastruktur, die Verbesserung der Barrierefreiheit sowie ein energieeffizientes Beleuchtungssystem. Der Projektzeitraum für die gesamte Maßnahme erstreckt sich vorläufig bis 2025. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen erbringt einen Eigenanteil von 694.200 Euro. Die Bahn ist ja nach den Aussagen, nach den jüngsten Aussagen aktuell im Zeitplan. Wir hoffen, dass es so bleibt. Das bedeutet allerdings auch für uns, dass unsere baulichen Vorhaben oder die Umsetzungsmaßnahmen nicht vor kommendem Jahr beginnt. Nach den Bauzeitenplan wird das Empfangsgebäude Ende des Jahres fertig sein. Wir hoffen, dass vielleicht im Dezember die Eröffnung sein kann. Über Winter baut man schlecht an der Schnittstelle, also gehe ich davon aus, dass wir dann in 25 eintakten. Und es werden ja mehrere Bauabschnitte sein, sodass ich schon damit rechne, dass eine Fertigstellung frühestens Anfang 2027 sein wird. In die Planungen mit einbezogen wurde auch die historische Lok, die bisher auf dem Bahnhofsvorplatz stand. Sie soll in das Bild des neuen Eingangs nach Bitterfeld einbezogen werden. Auch ein Denkmal an den Kesselzerknall am 27. November 1977 soll errichtet werden. Durch das Strukturförderprogramm bekommt Bitterfeld-Wolfen einen zeitgemäßen und vor allem sehenswerten Eingang zur Innenstadt. Profitieren werden nicht nur die 7000 Nutzer pro Tag, sondern auch Unternehmen, weil eine unproblematische Anbindung von Bahn- und Personennahverkehr ein wichtiges Kriterium bei der Standortwahl des Arbeitsplatzes ist.